Drei Beispiele. Die CDU glaubt immer noch, dass die Zukunft des Schienenverkehrs unter der Erde liegt. Oder dass wir sozusagen Menschen dazu bringen könnten, mehr Zug zu fahren, wenn man vor allem die, die hauptsächlich Zug fahren, ausschließt von seinem Konzept. Oder die CDU glaubt immer noch, dass die Atomkraft eigentlich eine fortschrittliche Technologie ist. Ich meine, vor drei Tagen, vier Tagen haben sie es natürlich geändert, aber bis dahin haben sie doch immer erzählt, dass diese Technologie aus den 50er und 60er Jahren das die Zukunft wäre. Und es ist doch auch interessant, dass die CDU immer noch rumläuft und so tut, als hätte sie richtig viel Ahnung von Wirtschaft. Als könnte es nur sie sparen. Und wenn man da mal anguckt, dass sie Milliarden ausgeben wollen für einen Bahnhof, der unterirdisch ist und schlechter ist als das, was heute der Oberirdische schon leistet, das ist schon ziemlich viel Wirtschaftskompetenz. Und wer für 5 Milliarden einen Atomkonzern kauft, zu 45%, der schon vor den Unfällen in Japan eigentlich ein schlechter, ein Konzern mit einer ganz schlechten Struktur, wo selbst die Bank, die den Mappen beraten hat, genauer gesagt, sein Spezi von der Jungen Union, selbst diese Bank hat den Informationsblättern für die eigenen Aktionäre vor solchen Käufen gewarnt. Diese Aktien sind jetzt über Nacht sozusagen nochmal im Wert. Das heißt, das war ein richtig guter ökonomischer Dienst, den wir haben, diese Wirtschaftsfachmann für uns geleistet. Also, ihr seht schon, es gibt viel zu tun. Wir müssen einpacken. Ich glaube, die Zeit für Wechsel ist gekommen. Man kann heute sagen, wann, wenn ich jetzt, wer, wenn ich wir. Vielen Dank. Ich möchte euch nun Jürgen Tietin vorstellen. Es sind ja auch heute Menschen unter uns, die noch nicht so lange in der Politik sind und vieles für sie schon Geschichte ist. Jürgen Trittin ist schon lange für die Grünen aktiv. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Jürgen Trittin war in den frühen 90er Jahren einer der ersten Minister in einem Landeskabinett, damals unter Ministerpräsident Schröder in Niedersachsen. Jürgen Trittin war dann derjenige im Bundesvorstand, der wesentlich die Vorbereitungsarbeit geleistet hat der Grünen Partei, auch mit dazu beigetragen hat, die Anfang der 90er Jahre doch sehr verschiedene grüne Parteien zusammenzuführen, die sogenannten Reformpolitiker und die Linken zusammenzuführen und fähig zu machen, in Deutschland die Regierung zu übernehmen. Und 1998 hat es geklappt. Jürgen Trittin ist unser erster Umweltminister geworden und Jürgen Trittin hatte die wirklich schwierige Aufgabe, aus der Atomenergie auszusteigen, da ein Ausstiegskonzept, vorzulegen und den Einstieg in die erneuerbaren Energien zu schaffen. Denn was wir doch nicht vergessen wollen, auch wenn die CDU das gerne heute erzählt, wir wären zwar aus der Atomenergie ausgestiegen, hätten aber den Umstieg in erneuerbare vergessen. Das ist ein Witz. Wer die Geschichte kennt, der weiß, dass es gerade wir waren, dass auch Jürgen Trittin das war, die Erneuerbaren vorangetrieben haben. Heute ist Jürgen Trittin unser Fraktionsvorsitzender und er spricht zu euch. Vielen Dank.